Wir haben hier E1 drauf geskillt. Und wenn wir hier alle drei noch durchskillen, können wir selbst die High Claws Tränke und Salben brauen, die wir brauchen. Ich weiß, dass ich in Origins immer welche gebraut habe. Und dann nehme ich dann noch hier das dazu. Dann haben wir so eine leichte Naturresistenz und wir können noch Gegner aufspüren. Das dürfte eigentlich ziemlich praktisch sein. Sofern das auch für dunkle Brut oder gegen was wir jetzt hier kämpfen müssen, zählen sollte. Das wäre natürlich Klugheit. Klugheit. Ja, Level 20. Wir sind nicht Level 20 und haben so viele Punkte? Okay. Wir machen zuerst Geistheiler voll. Also das ist wirklich das Nonplusultra hier. Bärengestalt. Fliegender Schwarm. Der Körper des Formlanders explodiert in einem Schwarm stechender Insekten, die bei Gegnern in der Nähe Naturschaden verursachen. Das ist Formlandermeister. Die Meistergrad beim Formwandeln verändert die Bären- und Spinnenform. Den der Zauberer wird zu einem Bereskam, beziehungsweise einem verderbten Spinne, die beide um einiges mächtiger sind als die normalen Formen. Zusätzlich erhält der Formwandler die Fähigkeit überwältigen. Außerdem saugt die Form fliegen. Die Form fliegender Schwarm Gegnern Gesundheit ab, wann immer der Schwarm Schaden verursacht. Ist nicht schlecht, ne? Ist nicht schlecht. Seht ihr ja selber. Ich würde jetzt aber nicht wirklich darauf gehen. Ich habe es jetzt nur genommen, um ein bisschen tanky zu sein. Ich würde sagen, wir gehen dann noch so ein bisschen skillen noch ein, zwei kleine Heilzauber mit. Weil das wäre mir dann schon doch lieb. Und zwar den hier, den habe ich immer benutzt. Regeneration könnte ich auch noch mitnehmen. Zauberirrlicht ist immer praktisch. Schmiere und diese Blüte. Dadurch gewinnen wir Mana zurück. Und Mana kann man immer gebrauchen. Ein Schwarm bissiger Insekten fällt über das Ziel und verursacht kurzzeitig hohen Schaden. Stirbt das befallene Ziel, bevor es der Schwarm auflöst, springen die Insekten auf einen anderen Gegner in der Nähe über. Nehmen wir das auch noch mit, dann haben wir das. Und jetzt würde ich sagen, nehmen wir noch 10 Punkte für irgendwelche Angriffszauber. Was heißt irgendwelche Angriffszauber? Wir werden schon irgendwie was Gutes nehmen müssen, ja? Wir werden hiermit ein bisschen unterstützen. Die Steinfaust ist gut, um Leute zu unterbrechen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Die eisige Umarmung kann unterbrechen. Das weiß ich. Das weiß ich noch sehr gut. Sturm, Kettenblitz. Frostwaffen. Ja, das ist jetzt so eine Sache. Wir brauchen keine Frostwaffe, ne? Oh, ich wollte jetzt hier gar nicht so lang sein. Das ist doch scheiße. Mann, ich bin hier am Labern und ihr wollt einfach nur, ihr denkt bestimmt einfach nur, halt die Fresse und mach weiter. Aber es ist irgendwie schwer. Er schafft eine unheilvolle Verbindung zu seinem Ziel und entzieht diesem Lebensenergie, um sich selbst zu heilen. Todeswolke. Oh, das ist so schwer. Ich hatte noch keinen Magier hier drin. Aber in Dragon Age 2 hatte ich einen. Ich habe es zwar nicht durchgespielt, aber es war... Ich hatte einen, ja. Und der hat Spaß gemacht. Mal gucken, wie der hier ist. Der Zaubernde opfert eigenes Mana, um den Mana der Gegner im Wirkungsbereich aufzulösen. Quasi eine Win-Win-Situation. Ich mein Mana ist weg und sein Mana ebenso. Massenverjüngung nehme ich da noch mit. Haben wir das hier auch voll. Nehmen wir den Blitz. Aus den Händen des Zaubern schießt ein Kegel aus Elektrizität raus. Ja, gut. Kannst du knicken. Ich will nicht so hohe. Feuerball, der macht gut Damage. Ach, ich will aber nicht. Ich will aber nicht. Ich will aber nicht. Ich will aber nicht. Arcana Meister. Der Magier hat sich den Arkanenkünsten intensiv beschäftigt und erhält einen permanenten Bonus auf Zauberkraft. Oh, das ist gut. Stabfokus. Charakter hat sich die direkte Angriffe mit einem Magiestab spezialisiert und erhält einen normalen Angriff einen permanenten Bonus auf Schaden. Jawohl. Arcana Schild ist anhaltend und der Zaubernde erstellt einen Schutzmantel, der Angriffe abwehrt und einen Bonus auf Verteidigung gewährt, solange dieses Modus aktiv ist. Steinrüstung müsste auch so was Ähnliches machen. Die Haut des Zauberwirkes wird hart wie Stein, wodurch er einen Rüstungsbonus hält, solange diese, ja. Ja. So sieht es aus, ne? Magiestufe 40. Ja.
Zaubern, der erstellt einen Schutzmantel, der Angriffe abwehrt. Oder? Das ist quasi genau das in grün. Also. Nur, dass man das da ein bisschen früher haben kann. Was haben wir denn hier noch? Ich weiß, Mana-Entzug. Der Zaubernde erschafft eine parasitäre Verbindung zu einem zaubernden Ziel und entzieht diesem eine kleine Menge Mana. Mana-Säuberung. Der Zaubernde opfert sein... Ja, das war das. Zaubermann. Ich bin damit irgendwie alles ein bisschen unzufrieden gerade. Wenn ihr wisst, was ich meine. Komm, wisst ihr was? Wir nehmen Feuerball mit. Ich will hier nicht so lange sein. Und. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt noch nehmen soll. Siegel der Lähmung, das heldenhafte Angriff. Der Zaubernde verstärkt die Kampffähigkeiten eines Verbündeten, wodurch dieser einen Angriffsbonus erhält. Heldenhafte Aura. Der Zaubernde beschützt einen Verbündeten mit einer Aura, die einen Großteil des Angriffs mit Distanzgeschossen vorübergehend abwehrt. Das klingt doch gut. So, Schwierigkeitsgrad normal. So soll es sein. Und dann geht es jetzt hier auch schon los, sobald der Ladebildschirm hier weg ist. Hopp, hopp. Böser Ladebildschirm. Geh weg. Husch, husch. Mach eine Biegefliege. Der Tod des Erzdämons bedeutete den Sieg über die Verderbnis. Aber die dunkle Brut verschwand nicht einfach. Ein Großteil der Horde zerstreute sich in den Küstenstrichen nördlich von Denerim. Und zerfiel dort in verfeindete Stämme. Die dunkle Brut suchte sich Verstecke und fiel über die Bewohner der Region. Sie stürzte ins Chaos. Als neue Kommandantin der Wächter Fereldens müsst ihr den Orden wieder aufbauen und der Bedrohung Einhalt gebieten. Ihr seid in Amaranthin, um euch in Vigils Wacht mit dem Rest der Grauen Wächter zu vereinen. Dass euch niemand willkommen heißt, als ihr euch eurem Ziel nähert, deutet allerdings darauf hin, dass etwas nicht stimmt. Nanu, wo sind die Wächter, um uns willkommen zu heißen? Hier stimmt etwas nicht. Schnell, Kommandantin! Na klasse. Da werde ich ja direkt in den Kampf reingeworfen und ich habe noch nicht mal was geskillt. Also, ich habe schon geskillt, aber ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich doch. So, ich habe zumindest noch gar nichts sortiert. Nee. Nicht usen. Weg. Dich tun wir mal ganz nach hinten. Die Heilung kommt nach vorn. Gruppenheilung bleibt 2, ja. Wiederbeleben tue ich mal so ein bisschen hier hin. Verdammt, jetzt habe ich was rausgeworfen. Lebenswächter, das ist auf jeden Fall wichtig. Reinigende Aura, ja gut, kannst du nehmen. Zauberblüte, stechender Schwarm, Steinrüstung, das werde ich auf jeden Fall zuerst machen. Das dürfte ganz praktisch sein. Ich glaube, ich guck mal gerade nach, denn ich habe ja gerade was aus dem Zauber und Talente. Oh, es ist so lange her. Nein. Ich bin hier gerade falsch. So. Machen wir das Ganze so. Der zaubernde Irrlicht. Oh, Moment, warte. Den brauchen wir ja noch gar nicht. Die Steinrüstung. Erst wenn die Typen zu uns kommen. Eine Schmiere will. Wir lassen es jetzt einfach mal auf uns zukommen, ja, liebe Freunde? Ich werde jetzt erstmal Irrlicht wirken. Was meine Zauber so ein bisschen verstärken sollte. Und dann machen wir jetzt mal das. Oh, lol. Gut, das hat nicht so wirklich viel gebracht. Okay, es macht doch ein bisschen weniger Schaden, als ich gedacht hätte. Komm, geht. Sterben. Oh.
Ihr seid es, nicht wahr? Die neue Kommandantin, dem Erbauer sei Dank. Ja, genau. Was? Wie ist das passiert? Ich weiß es nicht. Sie kam einfach aus dem Nichts. Wir haben die Schreie der Sterbenden gehört. Ich bin so schnell gerannt, wie ich konnte, direkt in diese... Ihr müsst ihnen helfen. Bitte unternehmt etwas. Sind nur andere Wächter am Leben? Ich glaube, direkt hinter mir war ein Magier. Er könnte ein Wächter gewesen sein, aber ich weiß es nicht genau. Ich versuche, Hilfe zu holen. Auf der Straße müsste eine Patrouille sein. Wir haben nicht viel Zeit, Kommandantin. Eure Fähigkeiten mit dem Schwert sind beeindruckend. Ihr seid keine einfache Führerin, oder? Oh, entschuldigt, Kommandantin. Ich hatte angenommen, wir würden uns gebührend vorstellen, wenn wir in der Festung sind. Mein Name ist Myri. Bis ich vor einem Monat rekrutiert wurde, gehörte ich den königlichen Rittern an. Ich habe allerdings meinen Beitritt noch nicht vollzogen. Der Truchsess hat mich ausgesandt, um euch zurückzubringen. Das hier hatte ich allerdings nicht erwartet. Die dunkle Brut hat aus dem Hinterhalt angegriffen. Das ist ausgesprochen ungewöhnlich. Dies ist keine Verderbnis und doch sind sie so gut organisiert. Ich verstehe das nicht. Möglicherweise werden sie von etwas anderem angeführt. Ihr meint von etwas anderem als einem Erzdämon? Das ist eine beängstigende Vorstellung. Ja, wo genau sind wir hier? Das hier ist Vigils Wacht. Die Festung gehörte einst Aalhau. Nach dem Krieg wurde Amaranthine den Grauen Wächtern übergeben. Und dies ist unser neuer Stützpunkt. Wer hat hier das Sagen? Varel, der Truchsess. Soweit ich weiß, ist er der Seneschall der Festung und arbeitet für die Wächter. Okay, lass uns weitergehen. Sehr gut. Erteilen wir diesen dreckigen Bastarden eine Lektion. Ja, wie man sehen kann, das Spiel ist immer noch genauso blutig. Mehr oder weniger. Ist ja auch schon etwas älter, hat ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Wieso ist unser Irrlicht jetzt mittlerweile weg? Das finde ich nicht schön. Und ich sehe mein Leben nicht gut. Oh oh. Uns droht weiterer Ärger. Weiterer Ärger ist nicht, Ich werde es tun. Ein Ogre! Ein fucking Ogre! Wird man hier gerade. Dann hier nochmal ein bisschen heilen. Oh nein! So. Hast du das? Seht ihr? Jetzt, deshalb wollte ich Eis mit skillen. Das nun mal gerade so. Ausdauertrank. Ja, Krieger oder Schurke. Oh. Heilung. Hinterhalt. Bang. Na komm. Du willst ja was von mir. Ich habe alles komplett unter Kontrolle. Mehr oder weniger. So, du. Machen wir mal gerade so eine kleine... Nee, das ist der Lebenswächter, um Gottes Willen. Das hier mal gerade. Ein bisschen regenerieren. Boah. Geht doch gut los hier. Todeswurzelextrakt. Das ist bestimmt irgend so ein Gift. Ist ein bisschen ärgerlich, dass ich jetzt hier nicht meinen Krieger weitermache, aber ich hatte, man kann jetzt sagen, ich hatte ganz einfach Lust auf einen Mage. Ja? Und ihr seht ja, Mage ist gar nicht so verkehrt. Außerdem habe ich die ganze Zeit, als ich während Orion sowieso die meiste Zeit bei hier Dingsbums rumgehangen, weil die nicht richtig geheilt hat. Deshalb nehme ich das Heilzepter jetzt lieber selber in die Hand. Das meine ich auch so, wie ich sage. Oh J. Um J. Willen, du.
Nein! Ja,